jetzt im Toradorf und da wir ein weiteres Zimmer fertig renoviert haben, wollen wir das hier in Raubenholzminden vermieten. Ja, und für eine Person, ja, haben wir dieses Zimmer hier eingerichtet. Es ist ein neuer Teppich drin, ein neuer Schreibtisch, ein Bett, wahlweise 1,20 Meter breit oder 90 mal 2 Meter lang. Das kann dann gewechselt werden, je nachdem, wer mehr Platz drin haben möchte, nimmt das große oder kleine. Es gibt noch eine Schrankwand, ja, die zumindest renoviert wurde. Ein Außenfenster, Heizung, die mit Gas betrieben wird. Ja, und wenn jemand sagt, ich möchte nur ein WG-Zimmer haben, der Preis würde hier ungefähr bei schätzungsweise 180 bis 200 Euro liegen. Ja, für Warmmiete sollte man die Gemeinschaftsräume im Haus auch noch mitnutzen wollen. Ein riesengroßes Wohnzimmer und im Obergeschoss auch hier noch eine Gemeinschaftszimmer. Dann würde das ein bisschen mehr kosten, bis maximal 300 Euro Warmmiete, wenn man hier alles mitnutzen möchte im Haus. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, es gibt zwei Bäder, wovon man mindestens eins mitbenutzen kann. Und ja, und draußen gibt es sogar noch einen Garten. Ja, also wer da Interesse hat, ja, sollte jemand sein, der Christ ist, ja, mindestens. Und ja, vielleicht dem Tora-Glauben auch nicht so abgeneigt ist. Steckdosen gibt es genug. Ja. Rechts eine, dort eine und hier hinterm Schrank müsste auch noch eine sein. Dort hinten doppelt. Ja, sollte ausreichen. Internet gibt es auch im Haus. Ja, da würde man sich am WLAN-Netz oder am Router halt auch mit einbringen können. Ich denke mal, monatlich müssten das so ungefähr, je nachdem, wie viel hier drin wohnen. Es gibt drei WG-Plätze in diesem Haus. Einer ist schon besetzt. Und zwei sind frei, aber das andere Zimmer ist noch nicht renoviert. Das wird dann erst im Frühling renoviert, sodass dann auch da noch ein dritter einziehen könnte. Also ich glaube, es liegt bei 20 Euro die Internetflat. Und zu dritt würde man wahrscheinlich nur 13 Euro im Monat bezahlen. Strompauschale liegt bei rund ungefähr 34 Euro im Monat. Ja, für eine Person. Das sind auch noch die Kosten, die dann dazukommen würden. 140 Euro sind die monatlichen Betriebskosten. Und die Kaltmiete, wie gesagt, je nachdem, wie viel man haben möchte vom ganzen Haus, für sich mitbenutzen möchte. Wie gesagt, allein dieses Zimmer hier, schätze ich mal, 60 Euro Kaltmiete und 140 Euro für die ganzen Betriebskosten für Müll und Versicherung und so weiter. Die fallen auf jeden Fall an und wer sparsam lebt, kriegt am Ende sicherlich auch noch was zurück im Jahr. Ja, wer also Interesse haben sollte, meldet sich einfach bei mir, schreibt mich an. Bachelor 21 sollte ja bekannt sein. Ich halte mich hier auch sehr oft auf im Jahr. Ja, und daher, wer hier einzieht, wird auch in meiner Nähe sein und das Vergnügen haben, öfters mal mit mir hier Bibelstunden erleben zu dürfen oder einen Sabbatgottesdienst oder auch die Festtage Gottes. Ja, schreibt einfach im Kommentarbereich runter oder meldet euch bei mir auf YouTube unter Nature23. Da findet ihr auch noch andere Kontaktmöglichkeiten, die ich auf TikTok nicht ansagen darf. Ja, also wenn ihr nur zu WhatsApp, Telegram mein Lieben. Ja, das war's. Meldet euch sehr gerne. Bis dahin. Shalom. Der Hinweis noch, dass hier natürlich Leute, die aus dem Handwerk kommen, sei es ja Trockenbau, Fliesenleger, was auch immer, im allgemeinen Handwerk, wenn es um Renovierung, Sanierungsarbeiten in Häusern geht, oder ein Friseur oder eine Putzfrau oder Putzmann, der sich um den Hausputz hier kümmern möchte regelmäßig, ja, die können natürlich weitaus günstiger hier leben, da wird die Kaltmiete frei sein oder halt 40 Euro betragen, ja, das wird sich natürlich auf die Gesamtmiete dann auch letztendlich ausprägen. Das wäre auch als Hinweis. Und die Vermieter möchten, dass der Mieter seine Miete eigenfinanziert. Das heißt, er bezahlt sie durch seine Arbeit oder durch seine Familie und Freunde, die diese Miete bezahlen. Oder Rentner oder Frührentner oder EU-Rentner. Völlig egal. Hauptsache, keine Behördengänge sind nötig, um hier die Miete aufbringen zu müssen über Anträge. Ja, das wird vom Vermieter nicht gewünscht durch die ganzen Bürokratiearbeiten, die dann dahinter stecken. Also es muss eigenfinanziert werden, muss 3 Monate im Voraus seine Miete schon bezahlen können. Ja, durch eigene Arbeit hier vor Ort oder halt Erspartes oder durch Freunde, Verwandte, die das bezahlen. Ja, das hier auch nochmal als Hinweis.